Hallo meine kleinen Mini-Freunde, ich habe heute jemanden ganz besonderen mitgebracht, der sich vergessen hat anzuziehen. Ach, naja, egal. Wir machen heute was richtig Cooles. Tschüss! Wenn dich jemand fragt, ob du deinen Arsch auf seinen Arsch platzieren kannst. Hast du nicht versucht, deinen Arsch auf meinen Arsch zu machen? Ja, mach ich doch auch. Fett auf Fett, das funktioniert besser. Oh, nein, 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 das ist kein Fett gewesen. Wenn du deinen Sprachfehler in ein neuartiges Musical verwandelst. Bei Bibe, bei Bibe, bei Bibe, bei Bibe, bei Bibe, bei Bibe, bei Bibe. Wenn ihr mitten in einer gefährlichen Yoga-Übung steckt und ihr plötzlich nicht mehr wisst, was ihr machen sollt. Okay, warte, warte. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß auch nicht, was du machen sollst. Wenn ihr darüber diskutiert, ob Beefy in einer Vorhaut oder in einem Kondom eingepackt ist. Warum hat Beefy eine Vorhaut? Das ist keine Vorhaut, das ist so ein Kondom. Ja, aber warum? Das ist eh eingepackt. Macht gar keinen Sinn. Wenn du unbedingt willst, dass Dylan das Wort als Scheiße betitelt und er das nicht versteht. Joey, willst du mich verarschen? Der komplette Teppich ist nass und hier ist ein Loch in der Wand. Scheißloch. Scheißloch. Da kann man reinscheißen. Wenn nach deinem Musical die Konzentration im Keller ist. Weil wie bei dem Jetzt. Weil wie bei dem einem Oller. Wie man reagiert, wenn man sich das erste Mal kopfüber gegenseitig ansieht. Hi. Wenn Joey mit seinem Luftballon kuschelt und nicht merkt, dass das Ganze sehr falsch aussieht. Und? Ja, dann mach schnell los. Ich kuschel so lange mit meinem. Wenn du richtig cool für dein Arzi-Video post und aus Versehen an den Feueralarm-Button stößt. Wenn ihr eine blühende Fantasie habt und über Jumbo-Tröten philosophiert. Also im Endeffekt Jumbo-Tröten. Und Jumbo-Tröten klingt wie Jumbo-Kröten. Boah, stell dir vor, es gibt eine Jumbo-Kröte. Boah, die ist so. Die ist groß und eine Kröte dann. Wow. Wenn es dir absolut nicht passt, wie dein Gegenüber im Bild neben dir sitzt. Halt ruhig noch ein bisschen zu mir. So. Oder noch ein bisschen. Irgendwie, es stimmt noch nicht. Geh mal ein bisschen mehr so. Genau. Und jetzt aber ein bisschen weiter vorne. Wir sind auf einer Ebene. Ein bisschen noch nicht. Nur ein ganz kleines bisschen. Nee, das war jetzt schon zu viel. Nee, so wird nichts mehr. Ein bisschen weiter hinten. Das heißt schon. Aber jetzt bist du zu weit am Screen. Nee, irgendwie ist das falsch. Wenn du dich sehr schwer damit tust, das Wort Moral richtig auszusprechen. Tja, und die Morent. Die Morent? Die End. Die End von. Was sagt man? Tja, und die Moral von. Die End. Die Morent. Wenn ihr Ewigkeiten darüber diskutiert, ob Singen als Leistungsnachweis im Musikunterricht richtig oder falsch ist. Warum singen? Ist doch voll sinnlos. Hä, Musik singt man? Nein. Sondern? Man macht Sachen, die man lernen kann. Man baut Häuser in Musik. Singen ist ein Talent, was manche halt haben und manche Nein, mühsam. Jeder kann singen. Ja, ja. Es ist nicht gut für Musikunterricht als Bewertungsgrundlage. Doch, finde ich schon. Nein. Doch. Und damit beenden wir diese Diskussionsrunde. Was ist, wenn du mega gut Klavier spielen kannst, aber halt nicht singen kannst, weil singen manche nicht so gut können? Doch, jeder kann das. Man muss nur dran glauben. Wenn du kopfüber versuchst, deine offene Flasche vom Boden zu nehmen. Mann! Oh nein! Wenn ihr zu lange im Schneidersitz saßt und nun auf sehr eigenartige Weise über eure Schmerzen im Bein jammert. Oh, meine Beine. Mir tun meine Beine auch voll weh. Oh. Ah, mein Knöchel. Oh, hier so. Oh, meine Knie. Oh, ich hasse Schneidersitz. Ja, oder? Schneidersitz ist so gar nicht mein Ding. Nach 20 Minuten ist das. Oh, was machen wir hier? Wenn du mit irgendwas unzufrieden bist, aber nicht genau weißt, was es ist. Okay, jetzt machen wir es einfach auf. Komm mal ein bisschen näher ran. Och, nicht so nah. Wieso? Das ist doch super. Ja, aber. Was denn? Ja, aber irgendwie. Guck mal, jetzt ist doch voll geil, oder? Unglaublich. Jetzt ist richtig gut einfach. Komm mal. Aber irgendwie verstehe ich's nicht. Naja, egal. Bist du bereit? Nein, ich weiß es nicht, was es ist. Ja, dann komm ordentlich hin. Guck mal, Dylan, du sitzt schon wieder ganz falsch. Dylan, du sitzt gerade übrigens richtig falsch. Wenn du versuchst, dir eine viel zu kleine Kindertaucherbrille aufzusetzen und dir dabei scheinbar ein paar Nerven zerstörst. Ah! Oh! Ach, Mann, das geht nicht. Ich bin so enttäuscht und mein Kopf tut weh. Das ist, glaube ich, schon blutet, ne? Klar, ich nicht mehr kann sprechen richtig. Wie man reagiert, wenn man sich das zweite Mal kopfüber gegenseitig ansieht. Du musst wieder mehr zu mir. So ist gut. Joey, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Der komplette Boden ist nass und hier ist ein scheiß Loch in der Wand. Ich glaube, ich habe da nochmal drauf gehauen. Wenn Dylan immer noch nicht richtig im Bild sitzt. Warte mal, warte mal. Komm mal ein bisschen weiter zu.
Das war zu viel. Du bist so klein heute. Ja, weil du mich die ganze Zeit rumdirigierst. Und dann bin ich wieder zu nah, dann bin ich ein bisschen weiter weg. Und dann bin ich wieder zu nah. Ja, ich geh nee, nicht weiter nach vorne. Aber jetzt bin ich wieder ein bisschen größer, aber ich bin ein bisschen ja, jetzt näher bin ich aber zu klein. Ach, jetzt sei doch mal. Ich bin immer zu klein. Oh. Okay, zum Abschluss müssen wir jetzt noch einmal irgendwas machen. Das hier.